Außenminister Alexander Schallenberg will vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiterhin Gespräche mit Moskau beibehalten. Natürlich muss man das. Wir haben auch entsprechende Plattformen, sei es in der UNO oder zum Beispiel der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Solche Organisationen waren ja nie Club von Gleichgesinnten. Das war ja schon in der Vergangenheit, als die KSZE noch gegründet wurde in Zeiten des Kalten Krieges, immer auch sehr schwierig, dieser Dialog. Und das dürfen wir nicht verlernen. Wir teilen uns diesen Planeten. Wir haben viele Fragen. Denken wir an die Klimathematik, denken wir an Abrüstung, wo wir nur vorankommen werden, wenn wir auch mit Moskau reden. Doch für den Westen ist das schwierig. Weil ganz klar Russland gerade einen Aggressionskrieg auf einen Nachbarn führt. Sie versuchen in einer neoimperialistischen Art und Weise einfach einen anderen Staat zumindest teilweise einzunehmen. Das ist nicht etwas, wo wir daneben stehen können, Hände in den Schoß legen können und wo wir sagen können, das geht uns im Grunde genommen nichts an. Weil es geht um etwas ganz Grundsätzliches, nämlich um unsere eigene Sicherheit. Wir leben davon, dass es eine Welt gibt, wo alle, egal ob sie Nuklearwaffen besitzen oder nicht, egal ob sie groß sind oder nicht, sich an die Regeln halten, ans Völkerrecht. Der Außenminister zeigt sich optimistisch, dass den Sicherheitsrat betreffend eine Reform notwendig sei. Der Sicherheitsrat muss reformiert werden. Er ist eigentlich das Spiegelbild der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ganze Kontinente, denken wir nur an Afrika, denken wir an Lateinamerika, bis auf China, denken wir an Asien, sind überhaupt nicht repräsentiert in diesem Gremium, das aber gleichzeitig, wenn man so will, der Weltpolizist ist. Und ich glaube, Inklusivität ist ein wesentliches Zeichen, wenn auch der Sicherheitsrat in Zukunft nicht nur handlungsfähig sein soll, sondern auch glaubwürdig. Dass es schwierig sein wird, das ist klar, dass eine Debatte schon seit Jahren geht. Aber ich habe hier zum ersten Mal stärker als in der Vergangenheit gespürt, eine Bereitschaft, dieses Thema auch anzugehen, auch von größeren Staaten. Der amerikanische Präsident hat immerhin in seiner Rede selber gesagt, dass der Sicherheitsrat reformiert werden muss.